Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Wir sind mittlerweile bei der Folge 100 angekommen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt in der Stunde alles erledigt kriegen. Mache ich ja seit einer ganzen Weile, wenn wir die 100. Folge erreicht haben. Dann gibt es halt eine einstündige, extra lange Folge. Aber es gibt auch noch einiges zu tun hier, glaube ich. So, ich dachte, wir können jetzt hier durch. Dann wird es wahrscheinlich doch keine so lange. Also, klar, Folge schon, aber hier wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Wie gesagt, da ist ja noch einiges, was wir halt zu erkunden haben. Hier unten allerdings auch. Und da ist noch, hier ist noch eine Nebenquest. Guck doch mal. Super, dann fangen wir die doch mal an. Vielleicht geht es ja da dann weiter. Kommen wir da vielleicht später zu. Habe ich Zeug eingesammelt? Ja. Dann werden wir das nochmal schnell los. Schön. In Ordnung. Dann die Quest ist hier unten. Hallo. Hey du, hilf mir bei einer Sache. Bist du bereit? Zeig ihr? Ah, hilft dem, was seine Ware ist. Okay. War gerade etwas verwirrt. Ich stecke echt in der Klemme. Meine Liebste und ich wollten unseren Jahrestag begehen und ich hatte eine echt besondere Nacht geplant. Doch dann hat dieser Dragonlord mir die Seele aus dem Leib gerissen und ich habe sie verpasst. Ich will so gut wie möglich aussehen, wenn ich versuche, es wieder gut zu machen. Dafür brauche ich eine neue Robe. Hier, nimm dieses Schnittmuster. Meine Süße ist voll der Grufti und ich brauche ein paar Schädel. Mein Nekrospürsinn sagt mir, dass hier jede Menge Skelette in der Nähe sind. Ich öffne eine Abkürzung für dich. Während du Alles dich um klar. den anderen Kram kümmerst, suche ich nach Blumen, die nicht giftig sind. Alles muss perfekt sein, wenn ich ihre Gunst zurückgewinnen will. Oder ich könnte nur fragen, was dir zugestoßen ist. Oh, mach dir deshalb keinen Kopf. Ich werde es ihr schon sagen, aber sie soll sich wie jemand ganz Besonderes fühlen, wenn ich mich bei ihr entschuldige. Oh, selbst ich erkenne, wie süß das ist. Ein toller Kerl. Oh ja, er ist ein ganz, ganz dufter Typ. Jetzt genau. fühle ich mich beinahe ein wenig schuldig, dass wir ihn so übel vermöbeln mussten. Beinahe? Ja, beinahe. Wir mussten es tun. Jetzt sag doch auch mal was, Tina. Ach was, ihr musstet es tun. Selbst schuld, weil du es versucht hast. Cheddars Lakaien, okay. Weißt du, Schädel sind ja echt cool und so, aber auch vorhersehbar. Die Robe braucht noch das gewisse Etwas. Wie wär's mit Armknochen? Drapiere sie wie ein Windspiel an der Robe. Das ist voll gruftig, oder? Wenn du meinst. Dann also Armknochen. Cool. Und wir sind uns auch ganz sicher, dass diese Braut auf Schädel und Knochen und so steht? Mir scheint, dass er weiß, worauf seine Angebetete abfährt. Ich finde es sogar ziemlich süß. Ach ja? Du würdest also mit ihm ausgehen? Ja, Fred. Würdest du mit ihm ausgehen? Würdest du? Würdest du? Ich bin ein asexueller Roboter und habe genau gar kein Interesse an menschlichen Konzepten wie Romantik oder Ausgehen. Nichts für ungut, Tina. Alles gut, Fritterina. Du bist trotzdem süß. Hm.
So, danke. Habt ihr denn noch was? Da ist noch was. Guck mal. Die lassen sich ja wunderbar zerlegen. Ich eigentlich nicht mitnehmen. Ach, das wäre so ein Schädel. Es war einigermaßen blau, von daher. Na, du kommst ja richtig auf Tuchfühlung, Kollege. Dass ich dich anschauen musste. So, sehr schön. Wie viel haben wir? Schädel haben wir genug. Knochen fehlen noch. Aber die kommen ja hier. Angenehm fix. Ach, da haben wir sogar genug. Sehr schön. Nee, alles nicht genug wert. Phänomenal. Diese Knochen sind genau das, was der Nekromant haben wollte. Aber wir brauchen immer noch Leder, um diese krasse Robe zu schneidern. Grufti Mädels lieben Leder, wenn sie nicht gerade Veganer sind. Ich brauche das Leder einer geflügelten Bestie. Es gibt etwa 8000 geflügelte Bestien im Bösewicht-Ordner. Sollen wir die eine nach der anderen durchgehen, oder wie? Nein. Es geht um... Ach was, hier. Ah, ich wollte Wyvern-Leder sagen. Von Wyvern. Töte Wyvern. Ich meinte doch nur, dass der Hinweis nicht gerade eindeutig war. Ich hab's ja verstanden, Mädel. Es sind Wyvern und gut jetzt. Okay, das wäre geklärt. Nur damit du es weißt. Laut Gerüchten aus dem Necronet belästigt dieser Cheddar Bambrowski meine Süße, seit ich nicht mehr da bin. Wer soll das sein? Cheddar Bambrowski ist ein sackdämlicher Dämonenballspieler, der sie einfach nicht in Ruhe lässt. Wieso hast du nicht gleich gesagt, dass du diese Frau retten willst? Nun, sie hat ihn mit einem Zurückhaltungszauber gebändigt. So wie ich Bambrowski kenne, und ich kenne ihn echt nicht gut, findet er sicher einen Weg, den Zauber zu brechen. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mhm. Okay, wir werden nur Spot, aber wir können wieder Punkte verteilen. Also das ist da, wo wir... Wo ich das letzte Mal runter... Ne, hier sind... Okay. Zum Glück nicht so weit. Das ist schön. Ob Pech oder die falsche Entscheidung, du bist trotzdem tot. So soll das also laufen. So, wie brauchen wir denn? 8 Stück. Okay. Dann komm hier, du ledriger Wurm. Schnatz, schnatz. Noch mehr? Na, wahrscheinlich sind da hinten jetzt noch ein paar. Eingesammelt haben wir hier schon alles. Aber ja, das bestätigt halt eben auch nochmal meine Theorie, dass wir halt dann in die anderen Gebiete mit den durch die Nebenmissionen kommen. Ach, hi. Du bist dann wahrscheinlich der Letzte oder einer der Letzten. Hey, ich wollte das Zeug aufnehmen.
Du hast das Leder? Perfekt. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der diese prachtvolle Robe für mich schneiden kann. Ich suche einen Schneider. Das genügt. Bam. Kartenmarkierung. Kartenmarkierung. Wisst ihr, ich hab's eine Zeit lang mal mit echt super dämlichen Anmachsprüchen versucht, um bei den Mädels zu landen. Ja, klar. Als ob du jemals Probleme hattest, ein Date zu finden, du süßes, super heißes Ding. Also, danke, aber ehrlich gesagt, ich war auch mal ein unbeholfener Teenager. Und wie hat das mit den Sprüchen funktioniert? Tja, einerseits hat sie mir in meine Eier getreten, aber andererseits hat ihr Freund mir auch in die Eier getreten. Passt ja irgendwie. Deine Eier laden förmlich zum Treten ein. Ha! Sie hat dich sowas von durchschaut, Baby! Naja. Da ist schon wieder diese Heldenperson. Na? Hey, du! Ich suche einen Schneider. Okay, ja, ich heiße Schneider. Kannst du nähen? Schneider? Gegen Bezahlung? Ich meine, klar, natürlich kann ich Kleidung machen. Bestimmt. Gib mir, was du hast. Ich stelle etwas Schickes her. Okay, ich dachte, also das wäre halt ganz lustig, wenn der halt einfach jetzt nur Schneider heißt mit Nachnamen. Und einfach überhaupt nichts kann. Hier ist das Muster und das Material. Okay, nein, ganz bestimmt. Einen Moment bitte. Echt jetzt, Tina? Du hast nicht gesagt, dass du einen Schneider für Kleidung suchst. Das ist Airbnb, Baby. Ach, Mist. Okay. Abracadabra, hier ist dein Fedora. Was? Tja, nun, die Robe war ein wenig zu... Na gut, wir kommen schon klar. Sorry. Keine Sorge, das Teil ist totschick. Wird schon schief gehen. Und tschüss. Hast du mein schickes neues Outfit? Ausgezeichnet. Ich hab die Blumen. Dann mal los. Treffen wir uns am Haus meiner Geliebten. Cool. Valentine? Fred? Andere Person, der Name ich nicht mehr weiß. Hier. Ich hab die hier für euch. Du hast uns Fedoras besorgt? Wow, Tina, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Jetzt habt ihr ein Andenken an diese Kampagne. Ich hab auch einen. Sieht nur. Oh ja, ich werde ihn bestimmt behalten. Ja, ich auch. Ganz sicher. Danke, Tina. Sehr gern geschehen. Aufsetzen. No. Nein. Wieso nicht? Oh, Hutfrisur steht mir echt überhaupt nicht. Na gut. Fred, setzt du ihn auf? Dasselbe, Hutfrisur. Du hast ja nicht mal Haare, Mädchen. Ich weiß. Trotzdem. Genau deswegen. Tja, wir haben uns bei unserer D&D-Session, oder bei dieser Pen-Paper-Session, ist ja nicht nur D&D bei mir, gab es noch keine Fedoras. Muss ich mal vorschlagen. So, na, guck mal, genau, jetzt kommen wir da in die Ecke, so langsam. Schön. Ich hab noch ein Knöchelchen mit dir zu rupfen. Kein Hühnchen, okay. Die haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Ich denke, wir sollten einfach klingeln und nachsehen, ob dieser schäbige Bambrowski dort rumscharwenzelt. Mhm. Moment. Ich guck mal kurz hier. Nee, ich glaube, hier ist aber nichts. Dieser Obelisk wird eine sandige, super stürmische Schlangenhexe heraufbeschwören. Mhm. Ja, alles klar. Klopf, klopf. Ich habe dir diese Untoten als Geschenk mitgebracht. Komm schon, gib mir eine Chance. So, wo ist denn... Warum schließt du mich aus? Ja. Wir sind füreinander bestimmt. Gib mir eine Chance.
Ich werde dich gut behandeln. Hasta, dieses miese Stück Scheiße hat dich verlassen. Das würde ich nie tun. Ein Festmahl für die Würmer. So, sehr schön. Ah, wir müssen hier zum Glück nichts mehr aufsammeln. Da kann ich ein bisschen schneller durchgehen. So. Wie viele Handlanger sind denn das eigentlich? Das wird vorbei sein, bevor du es bereuen kannst. Okay. Ich warte einfach hier draußen, bis du zur Vernunft kommst. Klingt relativ vernünftig, muss ich ja zugeben. Schauen wir doch mal. Bedränge eine Dame und du wirst bedrängt, bis in den Tod. Ganz einfach. Du wirst der wahren Liebe nicht im Wege stehen. Ich werde dich töten. Schneide tief ins Fleisch. Bin immer noch. Hey, da bin ich. Entschuldige die Verspätung. Hast du meine schicke neue Robe? Sozusagen. Ah, da ist er. Mensch. Das ist, glaube ich, genau das, was ich schon habe. So wie es aussieht. Na du. Was zur... Was ist das? Was hast du nur getan? Mehr war leider nicht drin. Na gut, wird schon reichen. Okay, es geht los. Sieh zu und lerne. Schatz, ich bin's. Tut mir leid, dass ich unseren Jahrestag verpasst habe, aber es gab gute Gründe. William Hastert Gemini Leclue, wo in allen Wonderlands warst du? Ich war krank vor Sorge. Ich kann alles erklären. Versprochen. Aha. Gut. Aber nimm erst diesen dämlichen Hut ab. Na gut, warte drinnen auf mich, okay? Ich danke nur kurz meinem Freund für die Hilfe. Okay, Schätzchen. Lass mich nur nicht schon wieder warten. Hey, komm bitte mal her. Du hast mir heute mehr als nur einen Gefallen erwiesen. Ich weiß nicht, wie ich das je wieder gut machen soll. Vielleicht ist das hier ein Anfang. Ah, kriegen wir den Hut. Okay. Und jetzt entschuldige mich. Ich hab was gut zu machen. Na denn dann. Okay, cool. Dann Punkte ausgeben. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Genau, ich glaube, dann können wir uns das ja mal anschauen. Hallo Obelisk. Mhm. Auf geht's. Thank you.
Ja, ja. Ganz bestimmt. Verpiss dich ins Jenseits. So, ja, sind doch einige. Und ja, lang mal wieder gestorben. Du hast doch nicht geglaubt, dass es so einfach ist, oder? Autsch, autsch, autsch. Einmal kurz zurückziehen. Hi. So, wie sieht's denn aus? Oh, wir haben noch ein bisschen was, wie es scheint. Okay. Kickpads. Du bist meine Hand nicht wert. Das geht wirklich schnell. Ja, ich habe das Gefühl, dass ein Darkkampf mittlerweile echt stark ist. Das haut ja ordentlich rein. So, ja, ich glaube aber so bis 8000 nehme ich dann noch mit. Oder ab 8000, sagen wir so. Das ist genau das Gegenteil. So, was gab's denn hier Schönes? Jawohl. Nein. Nein. Mhm. Was? Ich. Obwohl schadensmäßig. Ja, warum nicht? Sonst wäre es halt auch ein Haufen Geld wert. Gut, damit haben wir den Obelisken erledigt. Und dann haben wir noch einen Würfel tatsächlich hier. Na, ich glaube da in der... Ah ne, hier. Oben tatsächlich. Kommst du? Danke. Okay, ich schätze, da muss ich aber hochklettern, hm? So wie das aussieht hier. Ach, hier ist auch wieder abgesperrt. Muss ich da außen rum? Schauen wir doch mal. Jetzt ist hier nochmal ein Speicherpunkt. Okay. Ne, ich glaube, das ist schon wieder... Das geht irgendwie in die andere Richtung. Hier hätte ich angeblich ein... Würfel mitgenommen. Kann aber nicht sein, dass ich hier noch nicht war. Oder? Oh, hi. Der könnte mir vielleicht beibringen, wie er da durchkommt.
stellt sich halt immer noch die Frage, wie wir da hochkommen. Wahrscheinlich ist er da drauf. Dann... aber nicht von hier. Und hier ist ja auch noch ein bisschen Wasser, nur Munition. Gut, gehen wir da hinten weiter. Und schau mal, was du so hast. Gut, du bist da. Erstmal heißt es im Buch was von Eiern. Genau genommen von Eiern altersloser Drachen auf dem Faulwindgipfel, deren abscheuliche Schreie die Geburt des Eisens einläuteten. Mehr als Wyvern-Eier hab ich nicht zu bieten. Aber gut, damit kann ich arbeiten. Ach, das war, glaube ich, unten drunter. Das kann natürlich gut sein. Ja, okay, das wäre dann auch wieder woanders. Ist in Ordnung. Kannst du das dann irgendwann mal freischalten? Ja, ja gut, da habe ich den tatsächlich noch nicht, oder? Das ist jetzt ganz woanders. Ne, doch, das dürfte der sein. Schalten wir hier mal ein paar Wyvern aus. Gucken, was das bringt. Ich meine, falsch mit Ausdruck zum Ducken. So, Feuer mit Eis bekämpfen. Das sollte ja passen. Das kommt davon. Ui. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Cool. So, das heißt, ich bin jetzt hier. Okay, dann ist hier auch noch irgendwo ein Würfel. Da hinten irgendwo. Ist hier unten? Ne, ich glaube, das hätten wir schon gesehen. Aber eine Truhe haben wir, okay. Okay. Kann ich hier hochklettern? Scheint so, aber ich... ja, das dürfte entweder da oben irgendwo sein. Ah ja.
Dieser Zauber wird meine Feinde schwarz und knusprig werden lassen wie Späne. Treibholz in einem Meer aus Flammen. Mhm. Au. Ah, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Das könnte halt auch potenziell tödlich enden. Dann hauen wir den Bomber erstmal hier weg. Okay, der. Ja, das scheint wohl etwas dickerer zu sein. Okay. Aber hey, wir können den neuen Zauber mal ausprobieren. Das ist doch auch cool. Zauberslots sind bereit. Cool. Gib ihm. Genau. Also ein bisschen wenig sieht man dann teilweise schon. Aber da du jetzt nicht mehr so viel hast, kriegen wir dich platt. Cool. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Looten. Oder für Loot. Looten tue ich ja. Ihr droppt Loot, ich nehme es. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Dachte halt, nachdem zigtausend Viecher erledigt wurden. Eben das Seine. So, lass mir kurz nochmal die Quest wechseln. Eigentlich wollte ich ja nur kurz nach diesem Würfel schauen. Aber gut. Guck, was hier so abgeht. Ah. Der Glücksfaktor steigt. Sehr schön. Aber alles ein bisschen zu wenig wert. Okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir danach tatsächlich dann hier hinten in die Dings kommen. Ja, dass wir dann durch diese Barrieren durchkommen, wenn wir die Nebenquest erledigt haben. Hm. Die anderen sind hier wohl auch noch irgendwo, die Eier. Okay. Da ist nix. Und hier geht's auch nicht hoch, okay. Ich könnte da mal gucken, aber es ist ja dann schon wieder außerhalb des Gebietes. Ach nee, okay, hier geht's weiter. Hier noch ein Nestgebiet. Hi.
Okay, so schnell fällst du. Gut zu wissen. Ja, stimmt, du bist hier die einfache Version. Ich glaube, eine neue Shotgun wäre langsam mal. In Aussicht. Oder nötig. Zu wenig wert. Ah ja, das sieht nach mehr Eiern aus. Sehr schön. Kommt auch wieder ein dickerer? Wahrscheinlich. Die Roben des Rats der Zauberer werden brennen. Die wollen mich verbannen? Aber ja, schauen wir, was ihr noch alles hier euch einfallen lasst. Stimmt, das können wir auch nochmal durchgehen. So, zack, das nehmen wir mit. Der Rest wird dann irgendwann abgeben. Hm. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Ah, hier sehe ich auch sonst nichts mehr, sehe ich gerade. Es ist nur noch dieser eine Würfel hinter der Wand. Okay. Das waren dann hier alle? Oh. Das hat dir nicht gefallen, ne? Nicht runterfallen, bitte. Toll. Na gut, aber ich glaube, das können wir bei der verlorenen Loot wiederholen. Ne? Dafür ist die Maschine ja da. Wo bist du nur? Meine Munition! Genau. Dringend upgraden. Komm, erlegen wir dich mal schnell noch. Und dann geht's da unten ja weiter. So, wo haben wir denn hier jetzt noch was vergessen? Da wäre noch ein Nest. Ja, okay. Ausgezeichnet. Laut diesen uneindeutigen Runen brauchen wir als nächstes die nekrotische Energie in den Knochen des weißen Todes. Das sind offensichtlich reanimierte Skelettknochen. Oder? Du bist der Zauberer. Richtig. Gut.
Skelette werden schon richtig sein. Calcium. Ah, du bist schon weitergegangen? Okay. Dann schauen wir doch mal. Wo es dich hin verschlagen hat. Was schon das war. Oder sind es die Sachen, die ihr es gedroppt hat? Scheinbar. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minus. Gut, bis was haben wir ja wieder? Munition. Okay, ich schätze mal, wir müssen dann hier rüber klettern. Alles klar. Und hier ist tatsächlich sonst nichts mehr? Nein. Das sollte reichen. Ich kann Grummeldorns Elementar-Reanimatrix anwenden. Aber sei gewarnt, die Macht des Dragonlords ist so groß, dass so gut wie jedes erweckte Skelett ihm folgt, egal wer es erweckt hat. Mhm. Erhebe dich! Da ist ein lebendes Wesen! Du hast keine Chance gegen uns! Wir sind nämlich das kapierst du nicht! Ja! So, dann gib mal die Knochen her. Weißt du, ich habe mich kurz als Nekromant versucht, aber dieser beißende Gestank in der Robe hat mir die Tour bei den Zauberinnen vermasselt. Kann ich nachvollziehen. Willkommen. Okay, runter. Und wieder hoch. Das wird niemals langweilig. Wenn ich einfach beim letzten Mal ein paar Knochen mehr mitnehmen können, und uns das jetzt sparen können, wo die ja zum Glück jetzt nicht so viel aushalten. Ja. Verdammt, mir ist gerade aufgefallen, dass diese Rune ein Akzentzeichen hat. Was bedeutet, dass diese minderwertigen Knochen nicht genügen. Wir brauchen viel Knochenenergie. Finde ein paar bessere Skelette. Sicher doch. Warum auch einfach? Ich würde genau. Ja selber ein paar Badass-Skelette reanimieren, aber da waren so gut wie keine Badass-Knochen in den Haufen drin. Und ich kann ja wohl kaum ein Badass-Skelett aus Normalo-S-Knochen machen, oder? Das stimmt. Dann geht's jetzt nochmal rüber. So, komm jetzt die Badasses. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam! Ah, guck doch mal. So, naja, guck mal.
Genau deshalb sind gesunde Knochen so wichtig. Vielleicht braucht ein Zauberer deine Knochen noch, wenn du sie nicht mehr brauchst. Also schön Kalzium essen. Ich bin gerade noch mal davon gekommen. Der Tod macht alle gleich. Zumindest euch Sterbliche. Zauberer haben mehr Möglichkeiten. Okay, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Gut, das sollte auch jetzt wieder reichen. Hast du je darüber nachgedacht, dass deine Knochen feucht sind? Ich werde dein Gehirn. Nicht so viel. Ich bin kein Zombie, aber ich kann nicht. So, lass mal kurz die Sachen hier mitnehmen. Nur wer unter unerträglichen Schmerzen starb, kann als Skelett zurückkommen. Und wir... Endlich! Ich geheiße dich zu mir zurück, bei deinem leibhaftigen Namen und einem fetten Gehaltscheck. Okay. Fuck. Na gut, das reicht noch. So, dann schauen wir erstmal jetzt, wo wir ein bisschen Ruhe haben, sich was mitzunehmen lohnt. So, sagen wir einfach 7000 plus nehme ich jetzt mit. Dann ist gut. Kann ich einfach runterspringen? Kann ich sogar. Sehr praktisch. Hallo. Ah, da bist du ja. Lege die Reagenzien nun in den Mörser. Bitte schön. Gut. Zermahle sie nun mit deiner Waffe. Kann ich nicht einfach den Stößel nehmen, der zum Mörser dazugehört? Bitte was? Soll mein Stößel etwa schmutzig werden? Nein, danke. Benutze einfach deine Waffe. Das reicht. Tritt zurück, während ich den Thron der Zauberkunst besteige. In wenigen Augenblicken werde ich die Macht erhalten, den Zauber der ultimativen Flamme zu wirken. Dann mal viel Erfolg. Hitze, Brand und Höllenfeuer. Brenne in der Feuersnot. Gewähre mir das Drachenfeuer und mache mich zum Flammentod. Ignis, 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 ich bitte dich um deine Gunst. Erwache, roter Hunger, erste und letzte Feuersbrunst. Jetzt muss ich ihn wohl töten. Okay. In der Tat. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Tod. Na gut, dann können wir dir aber ein bisschen was abgeben noch. Zwei Kugeln. Schon bald wirst du zu uns gehören. Nicht der Rede wert. Ich hab meine Knochen. Meine spröden Knochen.
So, ne? Oh, was? Was ist passiert? Du hast dich in ein Monster verwandelt, also habe ich dich vertrimmt. Der Zauber funktioniert nicht. Ich, Tryxel, habe bestimmt nichts falsch gemacht. Man kann diesen alten Folianten einfach nicht trauen. Hier, nimm dein Geld und verzieh dich. Ich räume hier auf. Okay. Stets zu Diensten, alter Mann. Besuche mich in den Ruinen, wenn du kannst. Ich habe mehr Arbeit für dich und mehr Belohnungen. Alles klar. Ah, ich hab sogar noch. Genau, mehr Frost, bitte. Ja, du bist halt ein Imp. Na, bist du aber noch besser tatsächlich. Gut. Gehen wir noch mal kurz. Ah, jetzt sind die Dinger. Okay, jetzt sind die Dinger frei. Sehr schön. Na dann. Kommen jetzt nur etwas dickere, wie es scheint. Ist aber auch okay. Guck mal, ich kann auch Nahkampf. Leichen geben keine guten Killer ab. So, das war's mit euch. Mhm. Den Würfel noch mitnehmen. Gar nicht mal so toll. So, was bist du denn? Ja, wären theoretisch mehr Schaden, aber ist halt nicht golden. So, dann habe ich hier ja, glaube ich, nee, doch, den Würfel habe ich auch. Okay. Gut, dann haben wir hier alles. Dann fehlt der Würfel da hinten, also da oben noch. Das unten drunter. Ja, aber ehrlich gesagt, wie soll ich da hinkommen? Darüber? Ne, da oben war ich ja auch schon. Das ist ja das.
Ne, das wird auch nichts. Das klappt nicht. Ja, irgendwie muss ich ja dann hier... Den habe ich ja, glaube ich, schon runtergelassen, ne? Ja. Das ist dann da oben. Ah, dass ich von da dann da runterspringe, das könnte halt sein. Aber da war ja, glaube ich, auch nichts in der Nähe, dummerweise. Wie man da hinkommt. Was mit dir? Wie weit gehst du runter? Hm. Fürchte, da habe ich wieder einen riesigen Umweg vor mir. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Eventuell führt mich jetzt eine Reise wieder hierhin. Jo, erinnert ihr euch noch an diesen Drücksel-Typen, den Zauberer? Der hat wieder was für euch. Diesmal mit Ruinen, Magie und so ein Zeug. Ihr wisst schon. Und das führt euch zu einem Spezialdings. Mhm. Ist der hier? Ah, genau. Und jetzt ist aber hier endlich mal frei. Sehr schön. So. Cool. Dann. Wie gesagt, das für später. Das für jetzt. Na cool, hier sind wir dann jetzt. Gut. Sieh an, die verzweigten Flüsse unserer Schicksale treffen sich erneut. Schließ dich mir an und wir werden wahre Macht kosten. Zu denselben Bedingungen wie letztes Mal? Ja, bleib dicht hinter mir. Du kannst leicht von diesem selten beschrittenen Pfad abkommen. Erinnerst du dich an diesen nutzlosen Flammenzauber? Der Foliant lag am Eingang der Ruine. Im Inneren verbergen sich vielleicht weitere, noch mächtigere Geheimnisse. Führe mich zu ihnen und alle materiellen Schätze, die wir finden, sollen dir gehören. Wer A sagt, muss wohl auch B sagen. Ein einfacher Bann versperrt uns den Weg. Ich werde ihn mit nichts als einem Gedanken aufheben. Kinderspiel. Ich spüre euren Ehrgeiz. Was in Grummeldorns Namen? Hast du das gehört? Mhm. Ab hier ist der Weg versperrt. Es muss doch irgendwie weitergehen, aber ich finde keinen Weg. Keine Angst, ich habe Erfahrung mit unzugänglichen Tempeln. Ich verdiene gutes Geld mit dem Ausschalten lästiger Priester. Was? Ein Rätsel? Aber sowas von, Baby! Alle guten... Hier gibt's verborgene Hinweise! Boom. Sorry. Ich wusste es. Zuschlagen ist immer eine Lösung. Siehst du? Ihr könnt zuschlagen und Rätsel lösen.
genau das macht B&B zum besten Spiel aller Zeiten! Mhm. Na. Das war ich nicht geplant. Okay. Diese Rune brauchen wir dann also. Aha. Und hier sind noch mehr. Aber ich sehe halt hier keine Runen. Doch. Das wäre die erste. So, liebe Güte, es scheint, dass die Steine aktiviert werden, wenn man sie beschädigt. Versuche, ihnen noch mehr Schaden zuzufügen. Vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge. Genau. Dann ist es das. Das könnte sein. Ah, ne, warte mal, hier haben wir noch. Genau, dann wäre das das nächste. Genau, dann den. So, genau du und das andere wird wahrscheinlich der sein, der übrig bleibt. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Los, sehen wir uns im Inneren um. Jo, machen wir. Allerdings beim nächsten Mal. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.